Ja, moin erstmal. Heute geht es genau darum, dass wir heute uns angucken, wie wir Screencasts aufnehmen wollen. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, wie wir allgemein sozusagen, was für verschiedene Formate es gibt, also unter anderem auch Erklärvideos, und wir wollen jetzt mal selber loslegen und fragen uns erstmal, wie machen wir das Ganze? Ich habe natürlich eine kleine Präsentation mitgebracht. Damit starten wir mal. Genau, also heute geht es darum, dass wir Screencasts erstellen wollen mit OBS Studio. OBS Studio ist eine Open-Source-Software. Das heißt, wir haben hier Möglichkeiten, das Ganze kostenfrei zu bekommen. Es gibt viele zusätzliche Pakete dazu. Sie ist plattformunabhängig. Das heißt, wir können das Ganze für Windows, für Linux, für Macintosh kriegen. Und sie ist sehr umfangreich. Das schreckt die meisten Leute auch erstmal ab. Ich muss auch sagen, ich habe am Anfang sehr, sehr lange gebraucht, um damit halbwegs wohlzufühlen. Ich möchte euch heute vor allem auch zeigen, welche einfachen Einstellungen ihr vornehmen könnt, was ihr erstmal so grundlegend braucht, um euren Bildschirm aufzuzeichnen und damit einfache Screencasts zu machen. Also wir wollen gar nicht so in die super Profi-Segmente gehen, wir wollen wirklich nur gucken, wie mache ich das grundlegend für mich. Genau. Warum OBS Studio? Ich habe mal geguckt, gibt es Alternativen? Natürlich gibt es Alternativen, sogar relativ viele. Erstmal gibt es systeminterne Software, also bei Windows gibt es zum Beispiel auch interne Programme, die es aufnehmen können. Ich habe zum Beispiel bei mir einen Spielerechner, da ist es die Xbox Game Bar eingebaut, die kann auch aufzeichnen. Bei macOS ist das allgemein mit drin und bei Linux gibt es wohl das offizielle Paket Record My Desktop. Das kann man sich installieren, dann kann man auch bei Linux den Bildschirm mit aufzeichnen. Es gibt in vielen Programmen bereits integrierte Software. Das heißt beispielsweise, meine Grafikkartentreiber könnten auch aufzeichnen. Aber auch Office soll wohl auch die Option haben. Ich habe das nicht weiter geguckt. Ich habe LibreOffice, aber in Microsoft Office soll wohl auch eine Option dabei sein, wie man eine Präsentation aufzeichnen kann. Der VLC-Player kann mit aufzeichnen. Das habe ich mir auch mal angeguckt. Es funktioniert. Es reicht auch aus. Und dazu gibt es nicht ganz viele kostenpflichtige Alternativen. Das heißt, die Frage ist auch, wenn ihr andere Software habt, weil sie vielleicht vorinstalliert war auf eurem Dienstgerät oder sonst was, dann nehmt halt auch gerne die. Also prinzipiell ist das erstmal allgemein offen. Wir wollen uns wirklich erstmal OBS angucken, weil sozusagen das die kostenfreie und Open-Source-Variante ist und sozusagen mit allen funktioniert, außer mit Smartphones. Wichtig wäre so ganz am Anfang, das habe ich letzte Woche auch schon erwähnt, wir müssten ein Drehbuch schreiben. Im Idealfall möchte ich mir vorneweg aufschreiben, was will ich eigentlich erklären. Ich brauche so einen roten Faden, an dem ich mich durchhangeln kann. Ich muss vielleicht schon mal überlegen, wenn ich H5P-Interaktionen einbaue, muss ich irgendwie Pausen einbauen? Muss ich irgendwo hinzeigen? Muss ich irgendwo was beachten? Irgendwo, da kommt ein Fenster, hier kommt das. Ich muss gegebenenfalls, wenn ich Sachen zeige, auch auf die Rechte und auf die Lizenzen eingehen. Das heißt, ich muss vorneweg gucken, was habe ich hier für Material? Ist das lizenzfrei? Muss ich da vielleicht irgendwas einholen? Möchte ich Leute mit einbauen? Muss ich mit deren Rechte einholen? Das wird ein bisschen anstrengender, deswegen so Screencast vielleicht im einfachsten Fall mit der eigenen Präsentation, mit freiem Material, das geht am einfachsten. Drehorte, Requisiten, das heißt, welche Webseiten brauche ich? Welches Material brauche ich da allgemein? Also sprich, worauf muss ich hier genau achten? Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht, um mal zu zeigen, wie wir sowas gemacht haben. Kleiner Hinweis, ich wurde darauf hingewiesen, wir haben dafür natürlich nicht OBS genommen. Es gibt ein paar Features dabei. Wir haben hier Camtasia genommen, weil das eben auf dem System schon drauf war, was ich bekommen habe. Im Prinzip gibt es hier so ein paar Highlight-Funktionen mehr. Die könnten wir auch manuell nachbauen, aber sozusagen, ich möchte mal zeigen, wie so ein allgemeiner Screencast eigentlich aussehen könnte. In this video, I will show you how to open the File Explorer and create a folder. Just right-click on the Windows button and select File Explorer. As you can see, there's an overview of your quick access directories. Beneath that, you can find your installed clouds if you have some. So how do I create a folder? In this video, I will create a folder on Drive D. Just click on it to change to this directory. Next, right-click into the white field on the right side and choose New Folder. Genau, das Video ist hier sozusagen aufgenommen worden. Ich habe es selbst eingesprochen gehabt, um das Tempo reinzukriegen. Wir hatten dann unseren Muttersprachler gesucht, der das noch ein bisschen besser einspricht, und dafür haben wir eben auch ein Drehbuch gebraucht. Thema Drehbuch, wie genau muss ich ein Drehbuch eigentlich schreiben? Das ist immer die spannende Frage, was wollt ihr eigentlich genau? Das heißt, wir haben es hier so gemacht, wir haben wirklich ein Wort-für-Wort-Drehbuch geschrieben. Im Prinzip ist es natürlich wesentlich schöner, wenn man das frei erzählen könnte.
Ich bin jetzt nicht der Muttersprachler in Englisch, deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, das vorneweg vorzuschreiben, damit ich das halbwegs irgendwie reinkriege. Und danach kam er eben auf die Idee, eigentlich ja mein Muttersprachler da, der kann das viel besser und viel freier und der kann das immer durchlesen. Deswegen haben wir hier genauso, ne, diesen grün markierten Text. Er hat sich das dann grün markiert, um zu sagen, ja, das Video habe ich bearbeitet. Das heißt, je nachdem, auch wenn ihr mit mehreren Leuten arbeiten wollt, wäre es vielleicht ganz gut, ein Dateiaustauschformat zu haben, den Text irgendwie bereitzustellen, auch sozusagen dann möglichst viel Drehbuch mitzuliefern, damit derjenige auch weiß, was kommt in dem Video eigentlich genau vor. So viel zur Theorie. Gucken wir uns das Ganze mal an. Also, wenn ihr OBS runterladet, habt ihr erstmal sozusagen die Grundversion. Ich habe jetzt hier sozusagen auch schon mal die Bildschirmaufnahme ausgeschaltet. Ich zeige euch aber auch, wie ihr sie da einschalten könnt. Erstmal so allgemein der Aufbau. Wir haben im Prinzip hier das Hauptfenster. In dem Fenster sind sozusagen dann die Aufnahmen mit drin. Wir haben hier unten die Quellen und die Szenen. Szenen heißt, ihr könnt euch hier verschiedene Settings zusammenbauen. Sprich, welche Kamera nehme ich auf? Worauf muss ich genau achten? Welche Tonaufnahmen möchte ich dabei haben? Möchte ich irgendwas im Hintergrund einblenden etc.? Wir haben erstmal nur eine Szene. Das reicht in den meisten Fällen auch erstmal aus. Hier haben wir mit drin das Desktop-Audio. Das heißt, alles, was über den Desktop an Signalen reinkommt, wird hiermit aufgezeichnet. Über diese Augensymbole könnt ihr jetzt schon sprechen, ein- oder ausschalten. Also ich kann jetzt hier auch sagen, ich will es nicht dabei haben. Das hat den Vorteil, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Notifications im Hintergrund kriege oder ich habe irgendwelche Tasten drücke, die ich dann irgendwie bei Windows als Feedback, als Tonfeedback kriege. Wenn ich das nicht haben möchte, wäre das Desktop-Audio auszuschalten ganz praktisch. Ist die Frage, was ihr haben wollt. Die Bildschirmaufnahme ist genau das, was sie tut. Sie nimmt einen Bildschirm auf. Wenn ich hier Doppelklick drauf mache, kann ich auch entscheiden, welchen der Bildschirme. Ich habe sozusagen hier den Bildschirm, in dem die Präsentation läuft, oder ich kann einen anderen Bildschirm nehmen, wo jetzt quasi meine Notizen dabei sind. Das hat dann genau den Nachteil, dass man eben hier genau diese Notizen dabei sieht. Das heißt, vielleicht möchte ich das gar nicht. Ich zeige euch gleich noch eine Option, wie ihr eine andere Quelle einbaut, die im Prinzip ein Fenster ist, damit wir dann eben nur dieses Fenster aufnehmen und gegebenenfalls Sachen auf dieses Fenster schieben können, ohne dass es jemand sieht. Und natürlich letzter Punkt, wir können Mikrofone hinzufügen. Das heißt, wir können eine Audiospur hinzufügen. Allgemein Quellen könnt ihr über dieses Plus-Symbol hinzufügen. Ein Mikrofon wäre ja zum Beispiel eine Audio-Eingabe. Ihr könnt einen zweiten Bildschirm hinzufügen, dann könnt ihr das Ganze durch die Gegend schieben. Ihr könnt aber genauso gut, wie ich schon sagte, ein Browser-Fenster hinzufügen. Oder eben, Browser heißt in dem Fall, ihr müsst eine URL einfügen und der würde quasi in einem internen Browser das Ganze öffnen. Ich würde hier empfehlen, eine Fensteraufnahme hinzuzufügen. Und als Quelle beispielsweise den Chrome zu nehmen und beispielsweise meine Screencast-Folie. Wie ihr schon seht, im Hintergrund ist jetzt quasi meine Präsentation offen. So hattet ihr die Möglichkeit, eine Präsentation im Hintergrund laufen zu lassen und ihr könnt jetzt quasi auf den Bildschirm noch Sachen durch die Gegend schieben, Notizen einfügen. Ihr könntet auch Grafiken in einem zweiten Fenster vorbereiten und sie per Copy and Paste in die Präsentation einfügen. Das macht natürlich so ein bisschen die Legetechnik ein bisschen sozusagen aus. Das heißt, ihr könnt sagen, simulieren. Ihr könnt eine Legetechnik simulieren, digital. Viele Spielereimöglichkeiten, tobt euch aus, macht bestimmt viel Spaß. Genau. Und allgemein können wir dann eben, wenn wir das Ganze eingestellt haben, über den Aufnahmefunktionen entsprechend starten. Ich habe vorhin aus Versehen beim Starten der Zoom-Aufnahme schon das Ding mitgenommen. Wenn wir die Aufnahme entsprechend stoppen, wird das Ding dann sofort gespeichert in einem eingestellten Ordner. Den eingestellten Ordner könnt ihr entsprechend vorher festgeben. Das heißt, bei der Aufzeichnung könnt ihr euch vorne einen Ordner anlegen. Genau, bei Aufnahme habt ihr entsprechend dann die Möglichkeit, die diversen Einstellungen vorzunehmen. Und da habt ihr oben den Aufnahmepfad bei E-Video, das ist bei mir. Da könnt ihr das quasi vorneweg voreinstellen, wo das dann dahinter landet. Im Prinzip ist das relativ einfach zu erstellen. Das heißt, ihr könnt jetzt wirklich vorneweg einplanen. Ihr könnt auch da schon mal ein bisschen mit Aufnahmen stoppen, Aufnahmen starten, verschiedene Settings ausprobieren. Ihr könntet sozusagen auch da verschiedene Bildschirme mit einbauen. Ihr könntet verschiedene Szenen vorgeben. Das heißt, auch hier gucken wir uns das Ganze mal kurz an. Ich kann eine zweite Szene einstellen. Da ist dann sozusagen der Quellenbereich komplett leer. Auch hier könnte ich jetzt sagen, vielleicht möchte ich einen zweiten Bildschirm umwechseln. Ich möchte ein zweites Mikrofon hinzuschalten, etc.
Zum Thema Einbau von Kamera und Greenscreen beschäftigen wir uns in der nächsten Folge dazu. Das wird noch ein bisschen special und da möchte ich ein paar Features zeigen. Das wird noch sehr interessant, hoffe ich. Genau. Und allgemein haben wir jetzt genau gesehen, was wir so einstellen können. Ich gehe mal zurück in die Präsentation. Das heißt, was haben wir jetzt quasi gemacht? Wir haben uns angeguckt, wie habe ich Quellen hinzugefügt, wie baue ich einen Bildschirm ein, welche Vorteile liefert mir das Ganze, ein Fenster oder einen Browser zu nutzen, welche Audiomöglichkeiten habe ich, erstmal allgemein Desktop und Mikrofone natürlich, und welche Einstellmöglichkeiten, also sprich, wo landet meine Datei hinterher, das ist durchaus relevant zu gucken. Wieder Stichpunkt Drehbuch und Aufnahmequalität. Denkt bitte immer noch, und das gilt, an das Pareto-Prinzip. Das heißt, versucht bitte die Schere zwischen Zeitaufwand und Nutzen zu haben. Das heißt, wenn ihr 80% Ergebnisse in 20% des Aufwandes hinbekommt, versucht nicht, ein perfektes Video zu konstruieren. Das wird nicht gut funktionieren. Das wird euch viel Zeit kosten. Vielleicht reicht es komplett aus, gerade wenn es nur mal eben fixes Video sein soll für die Schülerinnen und Schüler. Ihr wollt mal fix was erklären, dann macht das eben fix. Haut das Ding raus. Macht lieber ein neues Video, wenn ihr irgendwie noch andere Sachen halt erklären wollt. Bei kurzen Videos, das ist auch so ein Ding, 5 bis 8 Minuten mehr würde ich nicht machen wollen. Und im Prinzip seid ihr dann quasi damit erstmal auf dem einfachen Weg. Probiert erstmal eine Meile aus, guckt euch das an. Es ist wirklich schön einfach gemacht und im Prinzip durch dieses Open-Source-Prinzip auch kostengünstig für euch. Und ihr könnt direkt loslegen.